Ja, er macht ja ungefähr 12.000 netto, dann teilt es es 50-50 mit seiner Freundin, bleiben ihm 6 netto. 2.000 Kosten, hat er 4 übrig, ne? Wow. So okay, kann er 4.000 Euro im Monat in Aktien investieren, 635 Euro ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu Georgien. Ich glaube, dass es dennoch in Ordnung ist. Ich denke, meine Fixkosten sind alles in allem noch, noch im Rahmen, aber ja, Auswandern aus Deutschland, Guys. Die Frage, die ich mir sozusagen jetzt mal über den Sommer habe ich immer nicht so häufig gestellt. Man muss ja auch sein Gehirn ein bisschen ausruhen. Aber wieder jetzt verstärkt, wo sozusagen jetzt auch meine ganzen Steuernachzahlungen kommen. Ich muss jetzt mal eben kurz 20.000 Euro auf einen Schlag das Finanzamt nachzahlen. Und das ist dem natürlich wieder sehr präsent. Und jetzt schauen wir uns mal hier, was uns der YouTube dazu vorschlägt. Zypern, Homo economicus. Ah, mein lieber Aaron, was aus den 450 Euro im Monat geworden ist, meine aktuelle Kostensituation. Dann schauen wir uns das mal an. der Broker mit Flatrate, unbegrenzt. Boah, das ist einfach echt nervig, ja. Also ich weiß nicht, diese Broker, Scheißwerbung. Ich meine, er verdient dann halt irgendwie einen Euro pro Klick, aber die könnte man auch irgendwie ausblenden. Da gibt es auch bestimmt bessere Werbung, wo man verdienen Geld verdienen Bekannte kann. Möglichkeiten, die in Zum Beispiel Deutschland Alex tatsächlich. Fischer. Video, mein Name ist Aaron. Ich möchte im heutigen Video mal wieder über meine Fixkosten sprechen. Es ist lange her, dass ich da das letzte Mal drüber gesprochen Oh, böse, hier immer noch dieses Zettelchen am Mikro. habe. Schrecklich. Und ich mache das ja schon, es hat ja schon ja, gute Tradition hier auf dem Kanal, könnte man sagen. Ich habe damit vor gut 5 Jahren angefangen mit meinen 450 Euro, die ich da pro Monat als Student ausgegeben habe. Und es hat sich über die letzten Jahre natürlich immer weiterentwickelt. Ich habe da sehr explizit oder sehr umfangreich nochmal in Georgien drüber gesprochen, ja, wie günstig man in Georgien leben kann und trotzdem einen unfassbaren Service haben kann und ein tolles Leben haben kann. Und jetzt bin ich auf Zypern und möchte jetzt mal nach so einer gewissen Zeit, die wir jetzt hier schon doch leben, ein Feedback geben, wie hoch so meine Kosten jetzt auf Zypern ausfallen. Ich möchte aber noch, bevor ich jetzt die ganzen Kosten durchgehe, und du vielleicht dann bei dem einen oder anderen Punkt ein bisschen erschrecken wirst, Lass mich raten, 1.300 Euro sind seine Kosten. Dann möchte ich noch zwei kurze Vorbemerkungen machen. Und zwar Punkt Nummer eins, ich habe heute einige Kosten, die sind möglicherweise unnötig, könnte man vielleicht sagen, oder vielleicht vor 5 Jahren hätte ich die selber auch noch als unnötig eingestuft. Heute weiß ich, dass mir diese Dinge, diese Ausgaben Geld sparen. Und meine Zeit ist mir heute, es ist halt vielleicht etwas mehr wert, als es noch vor 5 Jahren der Fall war. Heute ist insbesondere Zeit das Gut, was für mich knapp ist. Und deswegen ja, kaufe ich mir vielleicht mit der einen oder anderen Ausgabe einfach ein bisschen Zeit, was aber meine Kosten natürlich etwas weiter nach oben treibt. Und der zweite Punkt ist, wenn ich jetzt einfach mal an die Zeit in Georgien zum Beispiel denke, da war ich quasi Selbstständiger und hatte quasi und konnte relativ klar unterscheiden, okay, das sind meine Kosten, die ich als Unternehmer habe oder als Selbstständiger habe und das ist wirklich das, was auf mich privat entfällt. Und das wird immer schwieriger zu trennen. Ich möchte mal ein Beispiel bringen, die Krankenversicherung hier. Ich bin auf Zypern oder einer der Wege, um nach Zypern zu kommen, um hier quasi eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, ist, dass du hier sozialversicherungspflichtig arbeitest. Also, dass du hier einen Job hast, wo du dann auch in die Sozialkassen einzahlst. Und das habe ich gemacht. Das heißt, ich habe hier selber eine Company gegründet und habe mich selber angestellt. Das heißt, ich bin aber quasi Arbeitgeber und Arbeitnehmer in einer Person. Und so muss ich hier beispielsweise auch Abgaben zur Krankenversicherung zahlen. Unter anderem, das sind viele Versicherungen, die man da zahlen muss, aber unter anderem halt in die Krankenversicherung. Und jetzt ist die Frage, zähle ich das als Ausgabe als Unternehmer oder zähle ich das als Ausgabe, als was auf mich als Privatperson entfällt? Eigentlich könnte man sagen, okay, wenn ich das jetzt 50-50, so mache ich das. Wenn man jetzt als klassischer Arbeitnehmer mit untereinander vergleicht, dann ist natürlich klar, das entfällt auf den Arbeitgeber. Aber in meinem Fall ist ja quasi, bin ich als Aaron einmal Arbeitnehmer. Haben wir verstanden, muss ich mal kurz. So, bin ich ja schon wieder da. Meine Seelachs-Gemüsepfanne. Nehmer und einmal der Arbeitgeber. Und ich habe mich entschieden, das in meine Kosten einzubeziehen. Und zwar aus folgendem Grund. In Georgien zum Beispiel war das nicht der Fall. In Georgien brauchte ich diese Versicherung nicht, brauchte ich das nicht zu zahlen. Das heißt, hier kommt es einfach zusätzlich, was ich einfach habe, was man in anderen Ländern auch nicht hätte. Es gibt auch Möglichkeiten, in vielen anderen Ländern hätte man diese Ausgabe auch nicht. Hier auf Zypern habe ich sie. Und deswegen ist es quasi für mich wie eine Pflicht, das zu haben. Und deswegen packe ich es auch zu meinen Fixkosten dazu. So, genug vorgeplänkelt. So, ja, also hier mein herzliches Beileid und einen Toast zu deiner Krankenversicherung. Ich zahle aktuell, ich glaube, 867 Euro an die AOK, überweise ich jeden Monat.
Aber bis jetzt durfte ich sie absetzen. Das heißt, ich zahle ungefähr 50-50. Ja, sie würde mal sagen, dass ich letztendlich unterm Strich wahrscheinlich um die 500, etwas weniger als 500 € netto zahle an Krankenversicherung. Und wenn ich jetzt mal so die letzten 3 Jahre betrachte, habe ich wahrscheinlich 10.000 eingezahlt im Jahr ungefähr. Und wahrscheinlich habe ich an Dienstleistungen in Anspruch genommen, wahrscheinlich weniger als 300 € im Jahr. Also ich war, glaube ich, zweimal beim Arzt und das ist ungefähr 80 € ist eine kurze Session oder so, dass man sich mal kurz checken lässt oder irgendwas spricht. Also. Okay, jetzt fangen wir an. Oh, scheiße. Ah, Mist, eine Sache habe ich doch noch. Und zwar ich stelle jetzt als erstes meine aktuellen tatsächlichen Kosten vor und werde am Schluss dann noch sagen, was eigentlich rausgerechnet werden kann, was nicht Zypern direkt betrifft. Das fängt nämlich zum Beispiel mit einer ersten Position an, Miete. 860 € kalt. Ist deswegen so hoch, weil wir... Weil du in einer Villa lebst. Hallo. Am Strand. Auf Zypern. Da wo Leute, die so eine Miete schon in der Woche zahlen, wenn die da hinfliegen, für so ein Haus und kriegen dann nur ein kleines Hotelzimmer. Deswegen zahlst du so viel Miete, mein Lieber. Ja, entweder Georgien, aber da war es ja günstiger, aber da war es ja wieder zu viel Steuern, ne? Und zu schlechtes Wetter. nicht nur eine Wohnung haben, das heißt, Georgien besitzen wir noch, oder ein Apartment in Georgien besitzen wir noch und dadurch ist das ein kleines bisschen höher. Ich zähle jetzt erstmal die 860 € und am Schluss mache ich noch eine Rechnung, ist dann nur eine. Der hat noch ein Apartment in Georgien. Okay. Ist es sozusagen der Kompromiss dann, oder dass du auf jeden Fall nochmal zurück kannst, oder ist es einfach nur so als Urlaub, wahrscheinlich als Urlaubsdomizil gedacht? Weil es ist komplett fest bei Zypern, soweit ich das verstanden habe. Eine zusätzliche Rechnung, wo ich quasi den gesamten Georgien-Part rausnehme, wo dann quasi nur noch steht, was es auf Zypern kostet, vielleicht auch, um das so ein bisschen ein Gefühl für zu bekommen, wenn man möglicherweise hier selber herkommen möchte. Also nochmal, Miete 860 € ist die größte Position. Ja, dann. Noch ganz kurz. Mein Plan war ja, im November hinzufliegen, aber die haben ja irgendwelche Regelungen geändert und da muss ich ja, eine ganz bestimmte Impfung oder sowas haben. Keine Ahnung, muss ich mich nochmal drum kümmern, aber ich hab auf den ganzen Bock keinen Scheiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es auch eine Zumutung. Auch mit der Maskenpflicht, aber das ist nicht das Thema. Position Nummer zwei sind variable Fixkosten. Variable Fixkosten, ich erkläre es jedes Jahr aufs Neue, sind quasi die Kosten, das sind quasi Rücklagen, die ich bilde für Dinge, die regelmäßig kaputt gehen. Das heißt, einfaches Beispiel, du hast ein Handy, das kostet 300 € und du rechnest damit, dass das circa 3 Jahre hält und nach 3 Jahren brauchst du ein neues und du willst dann wieder eins für 300 € kaufen, also musst du jedes Jahr 100 € zurücklegen, also sind es 8,33 € oder sowas, die du, glaube ich, pro Monat zurücklegen musst. Das heißt, dann hättest du... Ein Handy für 300 €, gibt es sowas überhaupt? Für 300 € ein Handy, ein brauchbares. Weiß ich gar nicht. Also, Apple ist es auf gar keinen Fall. Variable Fixkosten von 8,33 €. Aber ich habe nicht nur ein Handy, das heißt, wir haben zum Beispiel auch ja, elektronische Geräte, die halt vielleicht einfach mal kaputt gehen, wo du einen Ersatz brauchst. Und hier ist, warum ist das so viel? So viel elektronische und vor allem keine wertvollen elektronischen Geräte. Meine Handys kosten eher 200 €. Was ist das dann? Das sind Rücklagen fürs Auto. Ja, weil wir haben jetzt hier ein Auto und das ist schon einer der größten Unterschiede. Durch das Auto wird das Ganze halt nach oben getrieben. Das ist relativ neu, Baujahr 2018, aber man weiß nie, was kommt. Deswegen lege ich da lieber ein kleines bisschen mehr zurück. Achso, ja, und die Kosten, wir leben ja zusammen als Paar. Das heißt, meine Freundin legt da auch 200 € fürs Auto zurück und ich lege 200 €. Und alle links, das wäre überhaupt nichts für mich. Also, ich habe einmal ein Auto gekauft, als ich in England war, und dann bin ich die erste Viertelstunde, glaube ich, immer auf der falschen Straßenseite ge gefahren, bis ich es dann gecheckt habe, dass ich die ganze Zeit ein Geisterfahrer bin.
Ich hatte das gar nicht auf dem Plan, dass man da auf da. Ich wusste es natürlich, aber als ich in dem Moment, wo ich in das Auto eingestiegen bin, hatte ich das gar nicht. Ich meine, reine Gewohnheitssache, man fährt auf der rechten Straßenseite. Es ist echt eklig, bis du dich da umgewöhnt hast. Also Singapur, Zypern und England und so weiter. Malta, glaube ich auch. Wenn du da hinziehst, hast du den ganzen Dreck. Alles links. Ich glaube, Japan auch. Da haben sie die Engländer auch sozusagen versaut. Der ganze Rest der Welt fährt rechts. Ja, total bescheuert. Total bescheuert. Also, und er ist wahrscheinlich auf dem Auto angewiesen, weil es dort halt keine vernünftigen Taxis gibt und weil er halt da jetzt ein bisschen abseits wohnt. Dafür wohnt er halt nicht nur in der Wohnung, sondern halt in dieser Art Villa mit Pool und allem drum und dran und Dachterrasse und hat halt sozusagen Garten und ja, also quasi schon mal ein bisschen sein Nest gebaut, weil er will ja jetzt dann irgendwann mal auch Kinder kriegen und eine Familie gründen. Von daher. Da hat sich da natürlich was geändert. Und spätestens, wenn er Familie hat und ein Kleinkind und so weiter und zudem auch noch da draußen irgendwo wohnt, also ein bisschen ländlicher, dann spätestens dann braucht er so ein Auto. Wenn er dann nicht sogar nicht nochmal ein anderes Auto kaufen muss, sprich nochmal ein längeres Auto, also quasi wo der Kinderwagen reinpasst. Ich glaube, dass das Auto, wo er jetzt hat, glaube ich, der Kinderwagen gar nicht reinpasst. Das ist, glaube ich, so ein kleiner Ford oder Opel oder irgendwas. Und da muss er sich so noch mal ein größeres Auto kaufen. Ja, Familie kostet Geld, das ist ganz klar. Das Auto zurück. Also gut, variable Fixkosten 275. Muss gerade noch mal nach meiner Selax-Gemüsepfanne schauen. Eine Sekunde. Selax-Gemüsepfanne köchelt vor sich hin, genau richtig. Dauert noch 2, 3 Minuten, dann ist sie fertig. Solange schauen wir uns das noch an hier. Euro. Dann Position Leben. Leben heißt für mich Nahrungsmittel, heißt Drogerieartikel, heißt Tanken, heißt Freizeitaktivitäten, heißt Essen gehen und so weiter und so fort. Ja, wir leben zu zweit, wir haben quasi zu. Also 300 €, das ist nicht viel. Aber ich muss auch eines dazu sagen. Soweit ich weiß, lebt er jetzt vegetarisch und ist, glaube ich, aber auch nicht so besonders gesund. Also da isst Haferflocken sehr viel, ja, mit Wasser. Ich weiß nicht, ob das gesund ist, keine Ahnung. Und Nudeln, ja, der ernährt sich ja schon seit Ewigkeiten immer von massenhaft Nudeln. Und das ist wirklich nicht das Gesündeste. Also ich habe letztens mal wieder beim Italiener, war ich mit meinen Eltern seit Ewigkeiten beim Italiener und dann habe ich mir seit 5 Jahren zum ersten Mal wieder früher viel Nudeln gegessen, mal wieder eine Spaghetti al Olio oder so gekauft. Danach hatte ich echt einen Stein im Magen. Ich konnte irgendwie 24 Stunden nicht mehr richtig laufen. Ja? Also Nudeln sind also nicht sehr besonders nachhaltig und so. Also in diesen 300, glaube ich, geht er nicht sehr häufig essen, ja, auf Zypern. Also kann ich mir nicht vorstellen, mal schon, was er sagt. Zusammen Budget im Monat von 600 € und damit ist quasi alles abgedeckt. Man muss sagen, im Vergleich zu Deutschland ist Zypern minimal teurer, was Nahrungsmittel anbelangt, aber im Vergleich zu Georgien ist es um ein Vielfaches teurer. Von daher sind 300 € Er geht halt nicht mehr essen, so luxuriös wie in Georgien, nehme ich, gehe ich mal stark davon aus. Weil, wenn sogar die Lebensmittel ein bisschen noch teurer sind, sogar noch wie in Deutschland. In Deutschland sind sie aber auch relativ niedrig, muss man ganz ehrlich mal sagen. Also, wenn du meinst, dass Lebensmittel in Deutschland teuer sind, dann hast du keine Ahnung. Also, das ist echt, ich habe sogar teilweise das Gefühl, also ich rede jetzt von Lebensmitteln aus dem Supermarkt, Rewe, Aldi, Lidl und so weiter, dass sie teilweise sogar noch mal geschrumpft sind. Ja? Also, ich habe heute mal wieder so Nüsse gekauft, die sind sogar noch um 10 Cent gefallen. Also, unglaublich. Also ich weiß nicht, was der da isst die ganze Zeit, wie ich schon angemerkt habe, aber besondere Dinge isst er nicht und kauft er auch nicht ein, weil das ist echt wenig für Zypern. Ja, also ich hätte da wahrscheinlich fast doppelt so viel, ja. Ist für mich erstmal relativ viel, wenn ich mir überlege, okay, wir tanken einmal im Monat, wir leben auf Zypern, natürlich kommt immer mal Besuch, ist schön hier. Man geht mal abends ausgiebig Messe essen, also mal richtig traditionell zyprisch essen, zypriotisch, wie auch immer, geht man essen und so weiter und so fort. Das wird alles davon bezahlt. Und da denke ich, wenn man das so überlegt, okay, das sind quasi auch noch Freizeitaktivitäten, wenn man doch mal was machen möchte, gibt auch hier viele Touristenattraktionen, die man doch gerne mal macht, sind 300 € eigentlich nicht so viel. Zumal ich sagen muss, Das ist gar nichts. In den meisten Monaten bleibt hier ein bisschen was übrig. Das wird dann einfach immer in die nächsten Monate mitgeschleppt. Das heißt, ihr kennt es ja.
Also ich habe vor 20 oder vor über 20 Jahren mal in Paris gelebt, ja, in der Innenstadt. Und damals, also das ist schon lange her, da war es vielleicht auch noch günstiger, weiß ich nicht. Da gab es noch die Deutschmark. Und damals habe ich wirklich nicht, also ich habe die ganzen teuren Restaurants alle nicht ein einziges Mal, bis auf eine Ausnahme oder zwei, wo meine Eltern da waren zu Besuch und einmal so eine andere Geschichte noch. Ansonsten nur günstige Sachen. Ja, Sushi gab es günstig und so. Ja, also immer so zwischen 10 und 20 Euro pro Mahlzeit letztendlich. Nie wirklich mehr wie 20 oder 25 Euro ausgegeben für ein Essen, für eine Person. Und ich hatte trotzdem weit über 1000 Euro verfressen. Ja, also wirklich jeden Monat. Also das ist nix. Ja, und ich weiß nicht, ob man jetzt super mit Paris vergleichen kann, aber wenn man sagen, schon ist auch. Ja, auf jeden Fall teurer habe ich hier. Also München ist vielleicht vergleichbar mit München, würde ich sagen. Aber wenn er Deutschland vergleicht, er kommt ja aus dem bayerischen Speckgürtel ursprünglich, ich glaube Dresden oder so, dann vergleicht er das natürlich auch immer mit dem Ostdeutschland, nehme ich mal stark an. Er wird wahrscheinlich das, wenn er immer sagt, ich vergleiche das mit Deutschland, mit Deutschland, mit Deutschland. Deutschland ist für ihn höchstwahrscheinlich nicht Münchner Innenstadt, ja, oder halt Elitestädte, so wie München, was gibt es noch? Nürnberg, ja, sagen wir mal, eine B-Elitestadt, ja, Würzburg, Stuttgart, B-Elitestadt, ja, manche sagen, Düsseldorf ist auch eine Elitestadt, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ja, und aber halt mit Dresden oder so kann man es wahrscheinlich nicht vergleichen. Ich habe 1000 extra Konten Und und das das ist ist quasi quasi ein ein Konto, Konto, was was ich ich habe habe und und da da kommen kommen einfach einfach jeden jeden Monat Monat die die 300 300 Euro Euro drauf drauf und und wenn wenn am am Ende Ende des des Monats Monats dann dann noch noch 150 150 Euro Euro drauf drauf sind, sind, dann dann habe habe ich ich nächsten nächsten Monat Monat 450. 450.450. Fehlende Fehlende steuerliche steuerliche Intelligenz Intelligenz kostet kostet Sie Sie im im Laufe Laufe Ihres Ihres Lebens Lebens Millionen. Millionen. Ja, ist recht. Glauben Glauben Sie Sie es es nicht? nicht? Hier Hier sind sind Sie. Sie. 50 50 Euro Euro und und so so zieht zieht sich sich das das quasi quasi immer immer weiter, weiter, wenn wenn dann dann vielleicht vielleicht mal mal was was Größeres Größeres ist ist oder oder so. so. Dann Dann nächste nächste Position Position sind sind Nebenkosten. Nebenkosten. Nebenkosten Nebenkosten sind sind 220 220 Euro, Euro, setzen setzen sich sich zusammen zusammen insbesondere insbesondere größte größte Position Position Strom. Strom. Wir Wir haben haben jetzt jetzt hier hier den den Sommer Sommer gerade gerade hinter hinter uns, uns, wo wo es. es. Ich muss nochmal zur Pfanne. So, ich werde jetzt nebenbei hier mal meine Pfanne schlemmen. Sehr warm war. Wir haben ja Wir viele haben ja Tage viele gehabt Tage mit gehabt mit gefühlt, gefühlt, ich ich weiß weiß gar gar nicht, nicht, 38, 38, 40 40 Grad Grad und und so so weiter. weiter. Da Da werde werde ich ich extrem extrem unproduktiv. unproduktiv. Wirklich, Wirklich, wenn wenn bei bei mir mir im im Büro Büro über über 35 35 Grad Grad sind, sind, dann dann merke merke ich, ich, dass dass ich ich so so die die Südstaaten-Mentalität Südstaaten-Mentalität übernehme. übernehme. Nein, Nein, das das war war ein ein bisschen bisschen böse. böse. Aber Aber dass dass ich ich quasi, quasi, ja, ja, die die Produktivität Produktivität lässt lässt einfach einfach ein ein kleines kleines bisschen bisschen nach nach und und deswegen deswegen brauche brauche ich ich die die Klimaanlage. Klimaanlage. Ohne Ohne geht geht einfach einfach nicht, nicht, damit damit ich ich so so entspannte entspannte 22 22 Grad Grad habe, habe, dann dann kann kann ich ich gut gut arbeiten. arbeiten. Aber Aber das das ist ist auch auch die die Konsequenz, Konsequenz, dass dass wir wir ca. ca. 200 200 Euro Euro im im Monat Monat für für Strom Strom zahlen, zahlen, also also 100 100 Euro Euro pro pro Person Person entfallen entfallen auf auf mich mich 100 100 Euro. Euro. Dann Dann auch auch wir wir arbeiten arbeiten von von zu zu Hause, Hause, wenn wenn eine eine Sache Sache wichtig wichtig ist, ist, was was ich ich über über die die letzten letzten Jahre Jahre gelernt gelernt habe: habe: stabiles stabiles Internet. Internet. Und Und deswegen deswegen haben haben wir wir hier hier so so eine eine Business-Standleitung. Business-Standleitung. Ist Ist quasi quasi auch auch so so eine eine Frage. Frage. Privatbusiness Privatbusiness ist ist manchmal manchmal nicht nicht so so einfach einfach zu zu beantworten. beantworten. Von Von daher daher sind sind es es auch auch 85 85 Euro. Euro. Durch Durch nicht nicht Lüge, Lüge, ja, ja, 85 85 Euro Euro und und dann dann kommen kommen noch noch 35 35 Euro. Euro. Das Das ist ist der der ganze ganze andere andere Kleinspaß. Kleinspaß. Wasser, Wasser, Community-Abgaben Community-Abgaben und und so so weiter weiter und und so so fort. fort. Und Und es es ist ist noch noch ein ein kleiner kleiner Teil, Teil, ich ich glaube, glaube, 15 15 Euro Euro sind sind es, es, warte, warte, ich ich muss muss mal mal gucken. gucken. 10 10 Euro Euro ist ist Georgien. Georgien. Georgien Georgien sind sind wir wir gerade gerade nicht, nicht, aber aber ich ich brauche brauche natürlich natürlich trotzdem, trotzdem, es es gibt gibt nach nach wie wie vor vor ein ein Internetanschluss Internetanschluss und und so so weiter weiter und und so so fort. fort. Von Von daher daher entfällt entfällt da da auch auch noch noch ein ein kleiner kleiner Teil Teil auf auf Georgien. Georgien. So, So, das das heißt, heißt, wenn wenn wir wir das das schon schon mal mal zusammenrechnen, zusammenrechnen, kommen kommen wir wir schon schon auf auf 1655 1655 Euro. Euro. Holy Holy shit. shit. So, So, weiter weiter geht's. geht's. Banking Banking sind sind jetzt jetzt bei bei mir mir noch noch 15 15 Euro. Euro. 15 15 Euro Euro war war im letzten letzten Jahr Jahr immer immer deutlich deutlich mehr. mehr. Liegt Liegt einfach einfach jetzt jetzt daran, daran, dass dass ich ich ja ja quasi quasi nur nur noch noch im im Euro-Währungsraum Euro-Währungsraum privat privat unterwegs unterwegs bin bin aktuell. aktuell. Das Das heißt, heißt, ich ich hatte hatte früher früher ein ein Konto, Konto, wo wo man man halt halt in in Fremdwährungen Fremdwährungen viel viel hin hin und und her her wechseln wechseln konnte konnte und und dadurch dadurch konnte konnte ich ich mir, mir, was was die die Wechselgebühren Wechselgebühren angeht, angeht, immer immer einiges einiges sparen. sparen. Dadurch Dadurch war war das das früher früher ein ein bisschen bisschen mehr. mehr. Jetzt Jetzt sind sind es es einfach einfach noch noch Gebühren. Gebühren. Ich Ich habe habe noch noch Bankkonten Bankkonten mit mit monatlichen monatlichen Gebühren, Gebühren, aber aber die die möchte möchte ich ich auch auch sehr sehr gern gern behalten. behalten. Und Und es es sind sind 15 15 Euro, Euro, die die ich ich pro pro Monat Monat für für Banking Banking ausgebe. ausgebe. Dann Dann Kosten Kosten für für Handy, Handy, Smartphone, Smartphone, mobile mobile Daten Daten und und so so weiter weiter sind sind 9 9 Euro. Euro. Bei Bei mir mir im im Monat Monat nutze nutze ich ich so so gut gut wie wie nie nie mobile mobile Daten Daten und und auch auch ansonsten, ansonsten, ja, ja, bin bin eigentlich, eigentlich, gibt gibt hier hier auch auch fast fast überall überall WLAN WLAN und und
Bin doch Bin zu auch viel zu Hause. Hause. Also Also von von daher daher 9 Euro Euro im im Monat. Monat. Und Und jetzt jetzt kommen kommen wieder wieder lustige lustige Positionen. Positionen. Erstmal Erstmal Versicherung Versicherung ist ist jetzt jetzt auch auch wieder wieder notwendig, notwendig, allein allein fürs fürs Auto. Auto. Und Und das das ist ist hier, hier, kann kann ich ich auch auch noch noch mal mal drei, drei, vier vier Worte Worte zu zu verlieren, verlieren, weil weil Autoversicherung Autoversicherung ist ist für für mich mich sehr sehr teuer, teuer, liegt liegt einfach einfach daran, daran, dass dass ich ich zwei zwei Bedingungen Bedingungen nicht nicht erfülle erfülle hier hier von von der der Versicherung. Versicherung. Punkt Punkt Nummer Nummer eins. eins. Ich Ich bin, bin, glaube glaube ich, ich, noch, noch, also also die die erste erste Frage Frage war, war, ob ob ich ich aus aus den den letzten letzten 10 Jahren10 Jahren eine eine Vorversicherung Vorversicherung angeben angeben kann, kann, hier hier mit mit Schadensklasse Schadensklasse irgendwie, irgendwie, dass dass es es dann dann so so nach nach unten unten geht, geht, wie wie man man das das auch auch aus aus Deutschland Deutschland kennt. kennt. Und Und ja, ja, das das Problem Problem war, war, das das letzte letzte Mal, Mal, dass dass ich ich ein ein Auto Auto auf auf mich mich registriert registriert hatte hatte oder oder eine eine Versicherung Versicherung auf auf meinen meinen Namen Namen hatte, hatte, ja, ja, das das war, war, glaube glaube ich, ich, wirklich wirklich mit mit 19 19 oder oder so. so. Also Also es es ist ist wirklich wirklich schon schon ein ein Jahrzehnt Jahrzehnt her. her. Ja, Ja, so so alt alt bin bin ich ich schon. schon. Das Das ein ein Jahrzehnt Jahrzehnt her her und und demnach demnach hat hat mir mir das das quasi quasi nicht nicht gebracht. gebracht. Die Die Frage Frage musste musste ich ich verneinen. verneinen. Ich Ich fange fange quasi quasi als als Fahranfänger Fahranfänger an. an. Und Und die die zweite zweite Frage Frage war, war, ob ob ich ich schon. schon. Ja, Ja, das das ist ist bitter, bitter, weil weil ich ich hatte hatte mal, mal, ich ich hatte hatte nie nie einen einen Unfall Unfall und und bin bin über über 10 Jahre10 Jahre Auto Auto gefahren gefahren und und dann dann hatte hatte ich ich auf auf 50%,50%, also also ich ich war war wirklich wirklich weit weit unten. unten. Wenn Wenn ich ich da da wieder wieder von von vorn vorn anfangen anfangen müsste, müsste, länger länger als als 2 Jahre2 Jahre Linksverkehr, Linksverkehr, unfallfrei unfallfrei fahre fahre und und ist ist natürlich natürlich auch auch nicht nicht der der Fall. Fall. Und Und oh oh da je, wir oh das Auto je, jetzt jetzt erst erst haben haben und und demnach demnach habe habe ich ich quasi quasi so so Linksverkehr. Linksverkehr. Großer Großer Unterschied. Unterschied. Ich Ich nicht nicht mit mit die die höchste höchste Einstufung Einstufung bekommen, bekommen, dass dass der der einzigen einzigen Vorteil, Vorteil, den den ich ich hatte, hatte, dass dass wir wir quasi quasi so so ein ein Rentnerauto Rentnerauto haben haben und und das das ist ist schon schon über über 25, 25, bin bin deswegen deswegen ist ist es, es, glaube glaube ich, ich, nicht nicht ganz ganz so so teuer teuer gewesen. gewesen. Aber Aber wie wie dem dem auch auch sei, sei, für für Versicherungen, Versicherungen, kommen kommen in in Summe Summe auch auch mit mit dem dem ganzen ganzen anderen anderen Kleinkrams, Kleinkrams, den den man man so so privat privat halt halt benötigt. benötigt. Dabei Dabei bin bin ich ich Mensch, Mensch, der der sehr sehr Eigenverantwortung Eigenverantwortung setzt, setzt, aber aber so so beispielsweise beispielsweise sowas sowas wie wie eine eine Haftpflichtversicherung Haftpflichtversicherung finde finde ich ich schon schon als als sinnvoll sinnvoll und und so so komme komme ich ich letztendlich letztendlich auf auf einen einen Betrag Betrag von von ca. ca. 50 50 Euro Euro im im Monat. Monat. Jetzt Jetzt kommt kommt noch noch der der Punkt, Punkt, ich ich habe habe eine eine private private Krankenversicherung, Krankenversicherung, kostet kostet mich mich 160 160 Euro Euro im im Monat. Monat. Das Das ist ist hier hier nicht nicht notwendig. notwendig. Du Du brauchst brauchst hier hier keine keine staatliche, staatliche, keine keine private private Krankenversicherung. Krankenversicherung. Es Es gibt gibt eine eine staatliche staatliche Krankenversicherung, Krankenversicherung, aber aber ich ich habe habe schon, schon, musste musste leider leider das das ein ein oder oder andere andere Krankenhaus Krankenhaus schon schon von von innen innen sehen sehen und und auch auch die die ein ein oder oder andere andere Behandlung Behandlung und und hab hab doch. doch. Es Es ist ist was was anderes, anderes, wenn wenn du du bei bei dem dem Privaten Privaten bist. bist. Es Es ist ist halt halt immer immer so, so, wenn wenn etwas etwas vom vom Staat Staat gesteuert gesteuert wird wird oder oder etwas etwas staatlich staatlich ist, ist, dann dann entstehen entstehen irgendwann irgendwann lange lange Schlangen, Schlangen, egal egal ob ob es es um um Brot Brot geht geht oder oder ob ob es es um um Gesundheitsvorsorge Gesundheitsvorsorge geht. geht. Und Und bei bei der der Gesundheit Gesundheit ist ist es es halt halt so, so, dass dass du du einfach einfach Wartezeiten Wartezeiten hast. hast. Und Und ich ich hatte hatte jetzt jetzt beispielsweise beispielsweise im im Fall, Fall, da da konnte konnte ich ich eben eben keine keine Zeit. Zeit. Und Und dann dann hieß hieß es, es, naja, naja, in in einem einem anderthalb anderthalb Monat Monat können können Sie Sie wiederkommen. wiederkommen. Ja, Ja, ist ist nicht. nicht. Also Also war war ich ich sehr sehr dankbar, dankbar, dass dass ich ich die die private private Krankenversicherung Krankenversicherung nach nach wie wie vor vor habe habe und und auch auch wenn wenn du du hier hier natürlich natürlich in in einem einem privaten privaten Krankenhaus Krankenhaus bist bist mit mit privaten privaten Ärzten Ärzten sprichst, sprichst, das das ist ist schon schon was was ganz ganz anderes. anderes. Das Das heißt, heißt, ich ich merke merke auch, auch, du du musst musst halt halt beim beim Arzt Arzt nicht nicht warten warten und und so so weiter weiter und und so so fort. fort. Man Man müsste müsste hier hier keine keine private private Krankenversicherung Krankenversicherung haben, haben, ganz ganz ohne ohne Frage. Frage. Ich Ich habe habe sie sie und und ich ich zahle zahle die die 160 160 Euro Euro auch auch gerne. gerne. Es Es spart spart mir mir von von der der einen einen Seite Seite Zeit Zeit und und auf auf der der anderen anderen Seite Seite habe habe ich ich gefühlt gefühlt ich ich tue tue quasi quasi was was für für meine meine Gesundheit Gesundheit dahingehend. dahingehend. Ich Ich weiß, weiß, in in Deutschland Deutschland gerade gerade viele viele junge junge Menschen Menschen schließen schließen private private Krankenversicherungen Krankenversicherungen ab, ab, weil weil sie sie halt halt dann dann nicht nicht den den maximalen maximalen Betrag Betrag bei bei der der gesetzlichen gesetzlichen Krankenversicherung Krankenversicherung zahlen, zahlen, sondern sondern halt halt 200 200 Euro Euro in in der der privaten privaten und und sich sich damit damit 600, 700 600, 700 Euro Euro im im Monat Monat sparen. sparen. Für Für mich mich ist ist es es nicht nicht kein kein Vorteil, Vorteil, dass dass ich ich eine eine private private habe. habe. Für Für mich mich ist ist das das finanziell finanziell betrachtet betrachtet quasi quasi sogar sogar eher eher schlecht, schlecht, aber aber ich ich glaube. glaube. Ja, Ja, stimmt stimmt schon. schon. Also Also wenn wenn du du natürlich natürlich davon davon ausgehst, ausgehst, dass dass du du ab ab und und zu zu ins ins Krankenhaus Krankenhaus musst, musst, dann dann ist ist eine eine private, private, dass dass du du ein ein eigenes eigenes Zimmer Zimmer hast, hast, ist ist wichtig. wichtig. Weil Weil ich ich war war erst erst einmal, einmal, ich ich musste musste erst erst einmal, einmal, bin bin einmal einmal zusammengeklappt, zusammengeklappt, musste musste einmal einmal ins ins Krankenhaus Krankenhaus mein mein ganzen ganzen Leben. Leben. Das Das war war vor vor ein ein paar paar Jahren. Jahren. Und Und dann dann musste musste ich ich mir mir mit mit zwei zwei so so Halbtoten Halbtoten irgendwie irgendwie ein ein Zimmer Zimmer
Ich glaube, das ist auch einer der Mitgründe, warum die Leute, also weil so viele Leute sich größere Krankheiten im Krankenhaus holen, als sie, wie sie reingegangen sind, wenn sie wieder rauskommen. Da gibt es ja auch so eine Statistik, weil sie einfach ihre eigenen Zimmer nicht haben, ja? Also hundertprozentig. Ist eine Sache, die ich mir auch noch überlegen werde, ob ich mir nicht zusätzlich noch irgendwie, wenn ich, also ja, muss man sich überlegen. Meine Gesundheit wird mir hoffentlich eines Tages danken, dass ich diesen Weg gegangen bin und ich spare mir Zeit, was als Unternehmer überaus wichtig ist. Weil jetzt kommt noch eine Position, ich habe es am Anfang angesprochen, die GESI, der Krankenversicherungssatz, den ich quasi habe als Arbeitnehmer, den habe ich hier mit drin. Ich zahle quasi in die GESI ein, ohne dass ich die Leistungen in irgendeiner Art und Weise benutze. Und wenn man es genau nimmt, wenn ich mich jetzt hier ein bisschen rühmen will, man muss ja hier, also das ist quasi der Beitrag, den ich als Arbeitnehmer zahlen muss, den ich jetzt beispielsweise in Georgien nicht hatte. Oder in Deutschland ist ja auch so, wenn du privat krankenversichert bist, eine wirkliche Vollversicherung hast, dann musst du ja auch nicht in die gesetzliche einzahlen. Das ist hier aber halt was anderes. Das heißt, du musst hier in die GESI einzahlen. Vom System, vom Gedanken her verstehe ich das auch. Es ist keine Kritik am grundsätzlichen System. Es gibt viele Dinge zu kritisieren, aber das verstehe ich schon, so ist es nicht. Aber ich zahle quasi 259 Euro, 260 Euro jeden Monat für die KAZ. Und wenn man es genau betrachtet, zahle ich noch viel mehr hier. Und zwar, ich zahle auch meine Dividenden, die ich bekomme. Für die ersten 180.000 Euro im Jahr zahle ich auch in die GESI. Und zwar 2,65%, aber das wird so berechnet wie Mehrwertsteuer, also kommt on top drauf und dann abziehen und so weiter. Also eigentlich sind es zwei. Ich habe in der Vergangenheit mit Investitionen an der Börse 2%. Also wenn du dir 180.000 Euro Dividende ausschüttest, musst du 2,72% davon an die GESI abdrücken. Und das sind 4.900 Euro im Schnitt im Jahr. Das heißt, das sind eigentlich pro Monat auch nochmal 400 Euro. Das heißt, wenn ich es mal ganz genau runterbreche hier, mir wird doch oft vorgeworfen, ich wäre so ein Raubtierkapitalist und so und Solidarität und was für ein schlechter Mensch ich bin. Also ich zahle hier im Monat 650 Euro in die GESI ein, in das staatliche Gesundheitssystem und bekomme überhaupt nichts. Also ich nutze nichts davon, weil ich privat versichert bin und es privat abrechne. Fühlt sich gut an? Nee, so gar nicht, nach harter Verschwendung. Aber es ist, wie es ist. Ich habe mir es letztendlich nicht ausgesucht. Was ich mir aussuche, ist, dass ich die private Krankenversicherung habe, weil ich die Vorteile der privaten sehr zu schätzen weiß. Also 259 Euro, die ich noch in der GESI habe, den anderen Part, die anderen 4.900 Euro, die ich gerade hergerechnet habe. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Die 4.900 Euro, die ich hergebetet habe, betrachte ich quasi wie als Steuern. Also ich habe hier quasi einfach 15% Corporate Taxes. So berechne ich das selber für mich. Also Körperschaftssteuern, die ich habe. Ja, das zähle ich wirklich nicht zu mir privat, weil ansonsten ist der Wein, wenn ich jetzt hier noch 4.400 Euro drauf rechnen würde, privat, lieber nicht. So, das sind die Positionen, die ich habe. Wenn wir es zusammenzählen, sind wir bei 2.148 Euro. Das sind aktuell meine tatsächlichen Kosten, die ich wirklich pro Monat habe. Natürlich sind da bei den variablen Fixkosten sind quasi Rücklagen, falls was passiert, aber das sind letztendlich auch Kosten, die, auch wenn sie nicht heute anfallen, fallen sie morgen oder übermorgen an. Das sind dann halt genau diese Zahlungen, die dir dann immer die große Überraschung, und ich konnte ja nicht erwarten, dass mein Auto kaputt gegangen ist, ich konnte ja nicht erwarten, dass mein Handy kaputt geht oder der Kühlschrank oder was weiß ich nicht was. Und genau deswegen verteile ich das quasi auf die einzelnen Monate runter. Deswegen sind es schon Kosten irgendwo, die entstehen nur halt vielleicht noch nicht hier und jetzt. So, 2.148 Euro tatsächliche Kosten, rechne ich Georgien raus, habe ich 1.635 Euro an tatsächlichen Kosten. Das ist auch ein ordentlicher Sprung zum letzten Mal. Wenn ich an meine 450 Euro denke, dann ist es mehr als das Dreifache davon. Inzwischen, also meine Fixkosten quasi in den letzten 5 Jahren haben sich mehr als verdreifacht. Das heißt, das ist ja, Lifestyle-Inflation hoch 100. Nein, man muss natürlich sagen, okay, wenn man jung ist und ist es, glaube ich, sehr, sehr gut und wichtig, dass man seine Kosten im Griff hat und dass ich muss auch nach. Wenn man jung ist und mehrere Freundinnen hat, ne? Kommt ja noch dazu. Das kostet ja auch Geld. Und Frauen kosten halt Geld, ne? In Georgien eine, in Zypern eine und so weiter, ne? Mehrere Wohnungen. Tja.
Das ist halt so, ich weiß, wo ich nach wie vor aufpassen, dass ich meine Kosten im Griff habe. Ich merke halt, wenn ich mir die Position hier angucke, okay, ich zahle halt jetzt mehr Miete als Student, wo wir in einer 60 Quadratmeter Wohnung mit einem sehr alten Mietvertrag in Leipzig gewohnt haben für, ich weiß gar nicht mehr, 600, nee, für 460 Euro Warmmiete im Monat hatten wir, glaube ich, im Zentrum von Leipzig. Das war schon nett. Das ist jetzt natürlich was ganz anderes. Variablen Fixkosten sind insbesondere dadurch hochgeschossen. Wir haben elektronische Geräte in der Küche. Also wir haben sowas wie eine Geschirrspülmaschine inzwischen und natürlich ein Auto. Dadurch knallt das nach oben. Leben ist, Inflation ist über die letzten 5 Jahre teurer geworden, ohne Frage. Und ja, ich gehe heute öfter essen als Student. Dadurch ist es auch ein kleines bisschen nach oben geschossen. Nebenkosten sind hier auf Zypern ja im Sommer. Klimaanlage ist halt teuer und Internet. Ja. Auch teuer, hatten in Leipzig, glaube ich, 15 Euro oder so oder 30 Euro zusammen, also für jeden 15 Euro oder sowas. Naja, und die GESI-Abgabe mit den 259 Euro, die kommt quasi noch on top drauf. Ja, macht ja ungefähr 12.000 netto, dann teilt es 50-50 mit seiner Freundin, bleiben ihm 6 netto. 2.000 Kosten, hat er 4 übrig, ne? Ja. Okay, kann er 4.000 Euro im Monat in Aktien investieren, wenn er will. 635 Euro ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu Georgien. Ich glaube, dass es dennoch in Ordnung ist. Ich denke, meine Fixkosten sind alles in allem noch im Rahmen. Aber natürlich, wenn ich ein bisschen an die Vergangenheit denke, sind meine Fixkosten heute auf einem ganz anderen Niveau als früher. Aber das vielleicht auch als Ratschlag, wenn du hierher kommst. Man kann hier, ich denke mal, mit 1.600 Euro bist du gut dabei. Ihr kennt das Haus hier, in dem wir wohnen, ist alles super. Und ich habe hier, ich denke, bin auf einige Punkte eingegangen, wo man vielleicht sparen könnte, wenn es quasi wichtig ist, dass man, oder wenn wirklich 100 Euro mehr oder weniger einen sehr großen Unterschied machen, dann denke ich, habe ich einige Punkte aufgezählt, wo man sparen kann. Und ansonsten vielleicht noch als Hinweis, gerade wenn du jung bist, anfängst zu investieren, Dividenden kassierst und hochrechnest, wie viel Geld du benötigst. Ich denke, dass man wahrscheinlich mit 23 oder vielleicht bist du 19 oder 20, dass du da wirklich noch niedrige Kosten hast. Und das ist gut so. Das ist gut und das ist eine tolle Sache. Ja gut, ich bin jetzt schon über 30. Ich habe natürlich auch höhere Kosten, ist klar. Ungefähr wahrscheinlich die gleichen Kosten, wie er gerade ausgerechnet hat. Sogar ein bisschen niedriger, weil ich jetzt Kredit abgezahlt habe. Privatkredite. Aber ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass deine Kosten noch steigen werden, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Also rechne schon mal damit, dass deine Fixkosten vielleicht nicht auf alle Ewigkeiten bei 500, 550 Euro. Es ist natürlich so, dass auch wenn man so frugalistisch lebt, ja, also nur Nudeln isst und so, und man hat eine Freundin, ganz, ganz wichtiger Punkt, auch heiraten und so weiter, später mal, hat eine Freundin, die das mitmacht. Selbst dann, irgendwann wird die Freundin mal, sagen wir in den Early 20s, ja, so 20ern, Teenager, das ist irgendwie lustig und trendig, aber irgendwann wird die Freundin auch mal ungeduldig, weil die will dann ihr Nestchen machen und Kinderchen machen und so weiter und dann geht es eben darum, auch mal Geld auszugeben, richtig, ne? Und darauf schaut die Frau dann schon. Und wenn du zu geizig bist, ja, dann wird sie sich von dir verabschieden. Das habe ich schon sehr oft miterlebt. Oder sowas stehen bleiben werden, sondern dass die auch steigen werden. Und mal gucken, gerade was den Punkt Energie angeht und sowas, da bin ich gespannt, wie wir die nächsten Jahre, wie sich das entwickelt wird, Inflation hier mit Kosten und so weiter, bin ich gespannt, wie so meine Fixkosten in 2-3 Jahren aussehen werden. Und der letzte Punkt noch, oh Mann, ich rede schon wieder ewig, der letzte Punkt noch, ich meine, wir sind jetzt zu zweit, mal gucken, wie es ist, wer weiß, vielleicht haben wir in 5 Jahren 4 Kinder oder so, keine Ahnung, da bin ich gespannt, wie da meine Fixkosten aussehen. Für mich ist vor allem eins wichtig, wenn ich sowas aufstelle, ich habe immer, weiß immer genau, wie viel Geld ich ausgebe. Also ich habe immer meine tatsächlichen Kosten, weiß ich wirklich, und auch was die Rücklagen anbelangt, was ich wo zurücklegen muss und so weiter. Mir ist wichtig, dass ich jederzeit weiß, also wie Buch führe. Buchhaltung ist unfassbar wichtig, auch wenn es nervig ist, dass man aber selber genau weiß, wo ist dein Geld hin, wo fließt das Geld hin, was für Kosten hast du wirklich jeden Monat. Unfassbar wichtig. So viel zu Zypern und meinen Fixkosten. Denke, wir sind durch. Soll es gewesen sein.
Was ich vielleicht noch ganz spannend fände, wäre die Tatsache, bist du auch ausgewandert und wenn ja, wohin, wie hoch sind deine Fixkosten? Also ich kenne es jetzt so, also ich kenne immer so... Ich bin auch ausgewandert. Ich bin auch ausgewandert nach Dachau. Die Zahlen, jetzt ist es irgendwie, wenn man Lebenshaltungskosten Georgien googelt oder Lebenshaltungskosten Zypern und so, da gibt es auch schöne Seiten, wo das verglichen wird. Aber ich finde Tatsachenberichte viel spannender. Ich weiß, jetzt in Georgien kann ich leben wie der König mit 1300 Euro, auf Zypern 1600 Euro, ja, ist machbar, kann man auch ein gutes Leben mit haben. Gerade wenn du ausgewandert bist, würde mich sehr interessieren, was du so für Kosten im Monat hast, gerade auch im Vergleich vielleicht zu denen, die du früher in Deutschland hattest. So, jetzt sind wir aber durch. Also egal, wo ich war, London, Paris, New York, Rom, wo habe ich sonst noch länger gelebt, Budapest, jetzt ein paar Mal. Also ich habe nirgends, wirklich nirgends, auch nicht in vermeintlich günstigeren Städten günstiger gelebt wie hier in Dachau, ja. Also im Münchner Speckgürtel. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, weil man sich hier einfach auskennt, ja, und auch ein großes Netzwerk hat und ständig jemanden hat, der das und dies und jenes repariert und macht und tut. Und wenn du halt alleine bist in London oder so, ne, und dein Fahrrad ist mal kaputt, dann kostet es sofort viel Geld, ja. Dein Auto ist kaputt, kostet sofort viel Geld, ja. Weil du natürlich lange brauchst, bis du wieder das gleiche Netzwerk hast, wie da, wo du eigentlich geboren wurdest, ja. In der Regel ist es so. Ne? Okay, damit viel Spaß noch und ich hoffe, ihr seid auch fleißig dabei, euch Gedanken zu machen zum Thema Auswandern. Ich glaube, es wird immer schwieriger werden und ja, also das wird noch ein interessantes Thema für die nächsten, für die kommenden Jahre. Ich hoffe, es wird nicht zu krass, zu bunt, weil es ist doch sehr, eigentlich ein sehr schönes Land, Deutschland, ja. Zumindest da, wo ich halt bin, ne? Also in München oder in der Gegend, in Bayern und so. Ne? Es gibt natürlich auch total hässliche Gegenden in Deutschland. Also da würde ich nie im Leben wohnen wollen, ja. Dazu gehört auch so Nordrhein-Westfalen und so, oder überall 10.000 Fabriken stehen da rum. Das ist total hässlich. Aber, ja. Wir sollten uns einfach abkoppeln als bayerische, sozusagen als bayerisches Bundesland, unsere eigenen Regeln machen. Das wäre halt das Richtige. Ne? Also bis zum nächsten Mal.